Kano war schon immer ein Überlebenskünstler. Doch auch ihn würde eines Tages sein Schicksal ereilen. Seine Ideale des gnadenlosen Schreckens würden mit ihm sterben. Es sei denn, er könnte seine Methoden an eine neue Generation weitergeben. Kampf, Waffen, Hightech-Sabotage, Folter. Alles sollte auf dem Lehrplan stehen. Doch bevor die Schüler seine Techniken erlernen würden, wollte Kano die Schwäche aus ihnen herausprügeln. Sie würden verstehen oder beim Versuch sterben. Kanos erster Schüler? Sein eigener Sohn. Der Unterricht hatte begonnen.